Ja, wir sind gerade nach Guatapé gefahren von Guane aus und laufen jetzt im Moment den berühmten Piedra del Peñol, war es doch, oder? Peñol, glaube ich, ja. Ja, hoch. Und haben noch ein paar Stufen vor uns. Und die Busfahrt von Guarne hat jetzt etwa anderthalb Stunden gedauert, knapp. Nicht ganz. Von Medellin wären es 2 Stunden 20 etwa, würde ich dann sagen. Mhm. Und wir haben jetzt bezahlt pro Person 14.000 Pesos pro Fahrt. Also insgesamt 28.000, was dann pro Person 4,50 Euro etwa sind zu unserem Wechselkurs. Ja. Auf geht's. Da oben wollen wir hin. Das war wohl nichts mit Hochlaufen. Ja. Auf den Steinen nur Menschen erster Klasse, sozusagen. Das müssen wir jetzt mal ganz deutlich so sagen. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir damit hier in Berührung kommen. Und auf der gesamten Reise, glaube ich, oder? Auf der gesamten Reise, ja. Genau. Ich meine, Kolumbien hat ja am 14. Dezember hier seine Regelungen geändert. Es wird aber nicht überall durchgezogen, aber an den krass touristischen Hotspots wohl schon. Wir finden es trotzdem absolut überhaupt nicht in Ordnung. Das ist unsere Meinung dazu. Und vor allem ist es auch total sinnlos, weil sich auf den ganzen Plattformen jeder frei bewegen darf. Aber wenn man die restlichen Stufen hier hochlaufen will, ist es einem halt verwehrt. Ja. Auf den Stufen ist es zu gefährlich. Genau. Und vor dem Eingang drängen sich aber die Leute, die auch alle verwirrt sind, weil ihr bezahlt nämlich. Und dann, wenn ihr rein wollt, dann werdet ihr gefragt, ob ihr entsprechende Dokumente habt. Und dann sagt ihr nein. Und andere stehen halt auch da und wühlen in ihren Taschen oder haben nichts. Dann staut sich nochmal alles. Genau. Und passend dazu fängt es an zu regnen. Ja, also wir fahren jetzt mit dem Bus nach Guatapé. Es ist doch ein bisschen weit von hier zu laufen, eine Dreiviertelstunde. Da haben wir jetzt keine Lust drauf an der Hauptstraße. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Genau, den Rundblick habt ihr ja gerade gesehen. Ja. Echt sehr beeindruckend hier, diese ganze Seenlandschaft. Ja, ist schon echt schön. Und die Fahrt hierher war auch richtig toll. Also mit den Serpentinen, mir war teilweise ein bisschen schlecht. Aber die Landschaft ist echt schön. Hallo. Wir sind jetzt gerade mit dem Bus vom Piedra nach Guatapé gefahren. Das hat pro Person nochmal 2.000 Pesos gekostet. Also lasst euch nicht abzocken, der Busfahrer wollte uns abzocken. Wir wussten zum Glück, was es kostet. Und ja, jetzt schauen wir uns hier die Stadt ein bisschen an. Es ist halt schön bunt und ja, schauen wir mal, was es hier noch so zu sehen gibt. Jetzt mal ein bisschen aus dem Touri-Bereich raus, gucken uns die äußere Stadt ein bisschen an. Wir haben was zu essen gefunden. Wir werden heute mal vegan essen. Und zwar hier kann man das lesen, Pro Salut, Restaurante Vegano. Und ja, schauen wir mal, was das kann. Das ist gar nicht so weit weg vom Kern, aber auch nicht mittendrin. Also hier gibt es heute das Tagesgericht, es wird Martin übernehmen. Und so sieht es hier aus.
Wir haben was Leckeres zu essen gefunden. Also ich habe jetzt eine Quinoa-Bowl genommen mit Sprossen drin und Rotkraut und süßem Platanas und Kernen und so weiter für 20.000 Pesos. Das sind keine 5 Euro, also 4,50 Euro, 4,75 Euro je nach Wechselkurs. Und Martin hat das Menü del Dia. Da gibt es eine Suppe dazu und Saft. Das ist jetzt Limon und Vanille. Dann gibt es noch. Was gibt es da noch? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, so was Salatiges und so ein Auflauf. Ich weiß nicht genau, was in dem Auflauf drin ist. Achso, ja, genau, so ein Auflauf und was Salatiges. Musst du dann nochmal filmen. Genau, für 17.500, das sind ja, 4 Euro etwa. Das hier sieht doch super aus. Ich habe das Menü der Dia nur aus dem Grund nicht genommen, weil mir das immer zu viel ist. Boah, ich bin ganz dunkel mit der Suppe. Das schaffe ich dann immer nicht, dann bin ich so voll. Das Wichtigste hier, der Käsekuchen. Dann gibt es hier noch Schokokuchen und Kekse. Und wir essen jetzt, oh, schon wieder so dunkel, zum Nachtisch noch einen Käsekuchen und sitzen hier schön in der offenen Tür. Und das hier ist übrigens der Laden, in dem wir gerade diese leckere Käsetorte gegessen haben. Mitos Casa de Café. Ja, sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Und es ist richtig nett dort. Genau, und in dem Laden hier ist auch alles handgemacht. Die Chefin und Kuchenmeisterin ist auch persönlich da. Und es gibt jeden Tag anderen Kuchen, genau, der bestimmt echt genauso lecker ist. Aber der Käsekuchen soll die Torte des Hauses sein, so habe ich das jedenfalls verstanden.